Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage am Dienstag. Ja, gestern war Tag der Arbeit, überall im ganzen Land, auch im Kreis Altenkirchen haben Maikundgebungen stattgefunden von unseren Freunden des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Gewerkschaften organisiert. Und es war wichtig, hier gemeinsam unterwegs zu sein nach dem Motto des DGBs in diesem Jahr, ungebrochen solidarisch. Ein Motto, wie es passender nicht sein könnte. Ungebrochen solidarisch ist wichtig, um die Krisen zu bewältigen, aber auch um die Zukunft zu gestalten. Ungebrochen solidarisch müssen wir sein, nach innen wie auch nach außen. Also es ist einfach passend für die aktuellen Herausforderungen dieser Zeit. Ja, und da ist es natürlich auch selbstverständlich, dass wir in dieser Woche als SPD-Landtagsfraktion unsere Themenwoche Gute Arbeit starten. Wir freuen uns auf viele Gelegenheiten, hier mit unserem Arbeitskreis Arbeit und Soziales, aber auch mit der gesamten Fraktion zu dieser wichtigen Thematik ins Gespräch zu kommen. Ob mit Heidrun Schulz, der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, oder aber auch zum Thema künstliche Intelligenz in unserem Format 30 mit 39. Viele tolle Ansätze rund um dieses Thema. Aber auch ein anderes großes Thema wirft schon seine Schatten voraus, nämlich die Kommunalwahlen im Jahr 2024. Und auch hier bereiten wir uns vor und ich freue mich schon sehr auf die Möglichkeit, am Mittwochabend, dem 3. Mai, auf dem Hambacher Schloss zu sein. Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Thema Alltag in der Kommunalpolitik, wo ich gemeinsam mit anderen Gästen über die Herausforderung des kommunalpolitischen Ehrenamtes diskutieren werde. Seid auch hier dabei, weil auch da werde ich natürlich drüber berichten. Ja, und am Donnerstag und Freitag freue ich mich sehr, Gastgeberin zu sein, nämlich für die Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktionen und der SPD-Bundestagsfraktion werden wir in Rheinland-Pfalz Gastgeber sein. Und natürlich werden wir den Kolleginnen und Kollegen neben den politischen Diskussionen, die wir in unserem Fraktionssaal führen, auch die Schönheiten unserer Landeshauptstadt zeigen. Wir werden natürlich auch in den neuen Plenarsaal ins Deutschhaus gehen und wir werden aber auch zeigen, was Rheinland-Pfalz ausmacht, beispielsweise als Industriestandort, als Pharmastandort. Und deswegen wird auch dieses Thema in der Woche der guten Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Freitagnachmittag habt ihr aber Gelegenheit, mich auch nochmal zu treffen, zu Hause im Wahlkreis um 16 Uhr beim Freitalk in Friesenhagen am HBS-Markt. Ihr seht eine Woche, wie sie bunter nicht sein könnte und über allem steht das Motto ungebrochen solidarisch. In diesem Sinne gehen wir mit dieser Solidarität in diese neue Woche. Passt gut auf euch auf.